Okay, Jungs, das ist weit Spoiler genug. Charlie, könnt ihr mir Orte markieren, wo die große Feindansammlung ist? Da würde ich gerne einen Bomben reinschicken, bevor ihr angreift. Sporteinheiten bei Felder, bitte sammeln wieder. Ich schau gleich, Moment. Gib mir deinen Punkt mit Vorunterstützungsmarker, bitte. Squad Item, bitte bei Felder bleiben. Wir müssen noch weitere Befehle machen. Im Norden ist einer. Der ist da. Squad Item, wir haben vereinzelten Kontakt auf Felder. War relativ ruhig. Wenn Unterstützung benötigt wird, markieren. Ja. Wir haben bei F6 bei die Häuser, wo ich die Garnison bauen sollte, sind mehrere Feindkontakte. Eine Garnison habe ich zerstört. 330. Aber da kommt die jetzt in Strömen in Richtung Garnison. Die auf E5 steht. Ein kompletter Squad auf 330. Ah. Panzer Georg, beginnt den Angriff auf Ortsrand, sobald Infanterie sich oben gesammelt hat. Halt bitte mal die Infanteristen zurück, dass sie bei dir bleiben sollen. Wir haben nördlich von der Garnison auf E5, also auf E4, einen feindlichen Panzer stehen. Direkt auf dem Feld. Ich sehe Smoke aus Richtung 55. Ja, es kam so, als hätten die ja gerade rumgeschossen, deswegen mal wieder aufpassen. Ja. Achtung, Bombenangriff auf Ortsrand, dann hätte ich gerne das Jinx, Bravo und George reinrennen. Bombenangriff erfolge jetzt. Squad-Jinx verstanden. Bombenangriff ging leider auf Kosten. Ja, also ich Kontakt mit dem Feind. 60. Bin verwundet. Wollen uns vermutlich über die rechte Seite flankieren. Squad Item nach rechts auf Osten absichern. Vermuteter Angriff aus Osten. Toni, wie schaut's aus? Siehst du was? Mindestens 3 Kontakte. Feindangriff aus Osten. 70 bis 80. Ja, ja, direkt 110. 110 ist auch einer. Wenn wir noch ein G oder ein G. Ich schätze aber hier noch ein G. Felder wird angegriffen aus Osten.
Einen habe ich. Könnt ihr mir markieren, da kann ich schon Teamleader hinschicken. Hotel Squad, in eurer Nähe ist irgendwo ein Sniper. Westlich, nordwestlich von euch, irgendwo, wurde mir gerade angesagt. Item wieder zurückziehen, langsam auf Felder. Ich ordne, sobald ich gespawnt bin, einen Bombenwurf an. Lima, benötigt ihr auf Beobachtungsmarker Tiefflieger? Will ich wiederholen? Benötigt ihr bei Beobachtungsmarker Lima Tieffliegerangriff? Ja, nein? Nein. Sollen wir auch mit Ortsrand angreifen? Wer spricht da? Easy. Nur 10 wollen jetzt welche kommen? Der Panzer. Oder sollen wir weiter den Ortsrand verteidigen? Bleib bitte erstmal noch bei Feldern. Okay. Wilhelm! Squad zurückziehen auf Felder. Okay, sofort. Du musst aus dem Weg, der Panzer. Ja. Vor Unterstützungsmarker India. Sorry. Alles gut. Aber passt auf, ich habe Feuerunterstützung angefordert. Schaut doch mal auf die Map. Kommandant an Infanterie bei Ortsrand, ihr kriegt Smokes in Ortsrand rein. Direkt auf 65 hinterm Baum. Ja, man bräuchte eventuell Ortsrand mit einer Garnison. Die stehen direkt hier an der Hecke dran bei 70. Ja, und passt doch mal auf, bei 65, direkt hinterm Baum oben. Okay. Ich droppe euch nochmal Supplies bei den ganzen Squad-Spawnern. Oder benötigt ihr woanders eine Garni? Achtung, auf 60. Ja, wir bräuchten allgemein noch eine Bühne von Nähe. 60 auf Höhe vom Baum. Da ist momentan keine hinten mehr. Im Süden, wo unsere Garnison war, bei Ortsrand, das sind mehrere Gegner, die haben die aufgelöst. Die kommen gib mir mal schweres MG-Feuer auf 60, obere Baumreihe. Onkel, zieh dich mal zurück. Hätten wir nochmal einen Abwurf bekommen, der beim Radio Tower richtig von Ortsrand. Item, bitte Feuerunterstützung. Item und. Oder der Panzer ist noch mit, wa? Bitte um Feuerunterstützung auf meine markierte Position. Feindbewegungen aus 345. Feindbewegung 345.
An den ganz westlichen Outposts, da unterhalb von Townskirts, muss irgendwo noch ein Sniper rumlungern. Supplies kommen per Air Transport, Sektor Charlie 6. Östlich von Felder formiert Infanteriebewegung. Wir werden irgendwie von 350, 340 beschossen. Positiv. Feuer gewirkt, Item. Commander, sollten hier noch die Supplies kommen auf die Position, wo die ganzen Team-Outposts sind, oder? Sollte eigentlich ein Supplies liegen. Garrison kommt. Felder unter schwerem Beschuss. Felder unter schwerem Beschuss. Braucht denn keiner hier mehr Garnison? Nirgendwo ist einer. Garnisonfeldern auch zerstört. Garnisonfelder gesetzt. Nein, das ist ein Spawnpunkt für den Spot, wenn dann ein E drauf ist. Ja. Warum ist gerade eigentlich Florix gerade kaputt gemacht? Der war eine Garnison, Florix ist hingelaufen, hat sie abgebaut, wie es aussieht. Ich habe keine Feindbewegung in Feldern, aber irgendwie ist die Garnison wieder weg, weil da gerade jemand rumgespielt hat. Ja, warte mal. Florix, hast du eine Garnison abgebaut? Sherman auf 40. Ja, aber ist schon eine ganze Weile her. Die haben sie inzwischen schon wieder gebaut. Okay. Ich versuche gerade mal wieder zu flankieren. Oh, ob es klappt, ist eine andere Frage. Supporter im Team? Ja. Klaus von links, Rad 10. Die wollen uns ins Vorder bauen. Feindliche Panzer auf 60. Schirm steht auf 40 hinter der Hecke direkt hier. Kannst du hier den Panther zurückrufen? Könnte ich beim Baker-Marker einen Abwurf bekommen mit Vorräten, bitte? Und sofort. Wir brauchen... Wir sind in den Feldern, in den Gräben drin. Wir benötigen dringende Panzerunterstützung auf Felder. Dringende Panzerunterstützung auf Felder. Ja, Panzer-Squad George, komm. Wir sind leicht angeschlagen, aber wir kommen. Frage, habt ihr in euren Squads keine Supplier, dass ihr irgendwo eine Garnison setzen könnt? Ich brauche unbedingt Versorgungsmaterial hier. Item, du hast Air Supplies genommen. Das werden wir durch die Garnison noch setzen, schnell. Ja. Squad Jig ist unterwegs mit Supplies. Wenn wir es schaffen, bauen wir auch noch einen Garrison. Immer noch Leute auf 310, 320. Die bauen hier auch Südfeldern schon was auf. Die haben schon ihren ersten Spot getroffen. Beim Bauernhof.
und vom Spawn aus 40 in den Gräben. Daniel, die müssten irgendwo vor dir sein. Ich hab da eine. Ja, kann nichts legen aktuell. Ich bin direkt im Spawn wieder tot. Jetzt bin ich heute, wenn du gar nicht so noch irgendwie steht. Danke für den Supply, aber ich komm nicht ran. Das ist wohl weg. Nee, unter Feuer. Da sind noch ganz viele drin. Rot. Ja. Ja, der Panzer da, jetzt kommt der, da kann man hier reinschießen. Direkt in den Gebäuden rein, ja. Bei HEs. Lima Squad brauchen Stärken auf Felder. Jig Squad, Garrison ist unterwegs, wir suchen einen geeigneten Punkt. So verstanden. Felder ist gefallen, wir haben keinen Spawnpoint. Sollte man nicht wenigstens eine Garnison schon mal zur Südfelder schicken, bevor die dann direkt den fließenden Übergang machen? Die haben uns überrannt. Ja, King bleibt bei Südfelder jetzt. Könnt ihr eine geiles Einerkraft bauen, King? Ja, ich musste jetzt beim KQ wieder spawnen und ich bin an den Supply nicht rangekommen. Die Saison steht bei F8. Team Hau könnte zum Friedhof gehen und dort auch eine Garnison noch bauen. Noch hält der Panzer das bei Felder. Wenn jetzt die Infanterie schnell nachrückt, können wir Felder wieder erobern. Garrison verloren. Garnison spawnen. Infanterie ist unterwegs. Problem ist ja, dass sie wie gesagt schon eine vorgelagerte Basis nördlich von Südfeld haben. Baker, direkt neben dir kommt nochmal erste Platz. Kannst du eine Garnison bitte bauen? Ja, ich warte hier auf die. Da die mir nicht jetzt in der Lage ist. Quart Hau, könnt ihr bitte endlich mal anfangen zu kommunizieren? Anscheinend nicht. Botkick. So, verstanden. Also Jungs, dann holen wir uns mal Felder wieder zurück. Dort könnt ihr Richtung E8 auch nochmal eine Garnison bauen oder in yep. D8. Bitte wiederholen, Sektor Echo 8 oder auf 70 ist Delta 8, Friedhofhöhe. Delta 8, verstanden. Panzer Squad George benötigt auf Reparatur, falls ihr jemanden im Squad habt. Der wird glaube ich schon repariert. So. Bitte Feuerschlag direkt auf Felder. Ist alles voll mit Gegnern. Panzer nähert sich von Delta 7. Squad mal bei mir sammeln. Bitte Bestätigung für Feuerschlag auf Felder. Feuer kommt jetzt. Danke. Achtung, aufpassen, es kommt jetzt ein Bombenschlag auf Felder.
Wow. Garrison Delta 8, Ziffer 3 steht. Verstanden. Auf 10. Panzer Easy zerstört. Komm, Schlag ist durch. Panzer Easy könnte gerade aus für die Artillerie besetzen. Panzer Easy ist tot. Aber die Artillerie können wir besetzen, ja. Wunderbar. Ah, Achtung, da kommen noch mehr rein. Schirmen auf 340. Wir bräuchten hier mal einen Spawn. Jig Squad meldet Feindpanzer auf Echo 7, Ziffer 3. Feinde, Feinde bei unserem Spawn, Feinde bei unserer Artillerie. Also, Kinders, kurz bei mir sammeln, wir schmeißen dann Smoke und dann geht's vorwärts. Spawn kommt in der Mitte und nicht. Garrison in Delta 8 zerstört. Jeder, der Smoke hat, Smoke nutzen. Richtung Felder schmeißen. Das darf, da dürfte ein Sherman irgendwo dahinter stehen. Squad, hau bitte bei Südfeldern eine Garnison schon mal erbauen. Artillerie, ich brauch Smoke-Granaten in Feldern rein. Squad. Wir schauen mal, dass wir uns beim Spawnpoint sammeln und dann versuchen wir mal die ganze Geschichte von rechts rum zu flankieren. Dass wir gegebenenfalls von rechts dann reinstoßen können. Ob's ihr kehrt. So verstanden. Ja. Nice. Komm mal, sind wir. Baker, Beobachtungsmarker, Sherman. Also mir nach. Einsatzmarker, Kommandant ist feindlicher Panzer. Da ist aber noch ein Sherman, oder? Geradeaus? Ja, bin ich... Geradeaus müsste ich jetzt keinen. Ich dachte eigentlich Hinterfeldern. Ich hab rein aus dem Dresse gefragt. Wo sind denn die ganzen Anti-Tank-Soldaten? Das Ding steht auf der Wiese frei rum. So quasi wie ein... Vielleicht ist aber schon down. Hat einer von uns einen Anti-Tank dabei? Jupp. Nicht beantworten. Aber nur noch eine Rakete. Egal, Hauptsache Angst machen. Ich beantworten kann, warum bei dem letzten Spawnpunkt auch noch keine Garnison an Bord worden ist. Vorsicht, hinter der Hecke könnt ihr stehen. Treffen die Schüsse der Artillerie auf Felder? Kannst du am besten sehen, den du Tab drückst und guckst, ob deine persönliche... Lass mich da mal rein! Jo, da steht er! Panzer down! Ja, jawoll! Jo, wir haben den Panzer platt gemacht! Okay. Hüpft da noch Infanterie rum, Doni? Squad Jig meldet Infanteriekontakt auf Gustav 8.
so verstanden. Da kommt noch ein Panzer, ich brauche unbedingt Munition. Haben wir welche dabei? Nee, ne? Toni? Ne. Feindinfanterie auf 110. Artillerie auf Feuerunterstützungsmarker HE schießen. Unser Spawn ist weg. Ja, ich kann hier keinen setzen. Ich kann hier keinen setzen. Ich brauche unbedingt Material. Der Versuch war nix. Ah, shit, shit. Wir schauen jetzt mal, was wir den gleichen Weg nochmal gehen und dass wir so weit wie möglich da in die Richtung kommen, dass ich in Spawnpoint sitzen kann. Alles klar. Südfelder wird angegriffen. Squad Foxtrot, Squad Kilo, Squad Hau, Rückzug zwischen Feldern, da steht immer noch keine Garnier. Wir sollten uns vielleicht eher auf den Hauptpunkt zurückziehen, also Sauber und Fields. Hüpfer. Oh, wow, wow, wow. Könnt ihr vergessen, da oben steht ein Sherman. Squadchick meldet Infanteriekontakt auf Gustav 8. Hotel 8, breite Front. So verstanden, wir müssen jetzt erstmal Südfeld anhalten. Ich setze auf jeden Fall. Über Friedhof wieder Richtung Friedhof zu kommen. Ich setze auf jeden Fall in der Nähe von dem Spawnpoint jetzt noch einmal ein Spawnpoint. Wenn wir den Punkt da unten verlieren, ist eh Ende, ne? Ja. Ja. Squadchick widerruft, wir gehen runter in die Mitte und versuchen Southern Fields zu verteidigen. Kommen wir dann so verstanden. Squad, auf Love, Angriffs, wir bewegen uns okay. Richtung Südfelden zur Endverteidigung. Ich glaube, das wird zeitlich nichts mehr. Es wird eng. Es wird eng. Foxtrot, Achtung, Bombron kommt jetzt. Ne. GG, nächste Runde mache ich keinen Kommandeur mehr. Ja, schade. Trotzdem, Schade. Kommunikation.
Jo, ein Satz mit X. Das war ja, wohl nix. Zwei Spiele zweimal auf dem Sack, ey. Ja, aber die haben es eigentlich nicht schlecht gemacht, auch von wegen Kommandatur und so. Lief ja alles, aber irgendwie, wir haben ein Squad gehabt, was nicht geredet hat. Okay. Ja, und dann fängt schon an, Quatsch zu werden. Also ich nochmal eine Runde machen wir nicht. Ja, aber ich sag dir, Offizier spielen, das ist nochmal eine Nummer anders. Wie, ja, du hast du dann auch eine andere Chatfarbe nochmal für den Offizierstalk, oder wie? Ja, du hast ja noch einen extra Offizierskanal. Mhm. Na, und dann die ganze Zeit jeder labert, jeder funkt, na, dann ihr noch, dann muss ich euch Befehle geben, muss aber gleichzeitig doch weiter hören, was die Kommandoebene irgendwie ablässt. Ja, das ist schon. Ist schon nicht schlecht. Bisschen ja, nervig. Vielleicht ist fast ein bisschen zu schnell das Spiel für solche Führungsstrukturen. Nein, eigentlich nicht, weil bei Postscriptum hast du es ja genauso. Ja. Ja. Aber kannst du nicht mal in Ruhe quatschen und sagen, pass auf, so und hier und da. Ja, nee. Ist halt immer schnell atmen. Oder nee, nicht schnell atmen, aber es geht halt mehr zur Sache. So. Ja, also es kommt doch darauf an, wenn du in den Nahbereich reinkommst, ne, wo Feind versucht dann irgendwie eine Position zu überrennen, dann wird es natürlich ultra stressig. Ne? Am Anfang ist es noch relativ easy, die Leute verteilen, und dann passt das auch mit dem Funk. Ne? Aber je mehr Action irgendwo konzentriert stattfindet, ist vorbei. Also ist vergessen. Gar mehr Offer. Finde ich aber nicht schlecht, weil das erhöht dann bei mir zum Beispiel unglaublich den Stresslevel. Ne? Ja, das ist ja auch nicht verkehrt, zum Einstieg in Urlaub mal ein bisschen Stress reinbuttern. Ja, ja, dankeschön. Ja, ja, da freue ich mich doch. Ja, an dieser Stelle hätte ich gesagt, wir haben jetzt etliche Folgen mal runtergerattert. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal gucken. Schauen wir mal. Jo. Was wie etliche Folgen? Vier Stück. Das waren 2 Stunden 20 jetzt ungefähr, ne? Ja. Und ich schaue immer, dass ich so bei 5:30 dann die Bremse reinhau. Und dann passt das schon. Also, an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich mal bei Ihnen und da draußen an den Empfängern verabschieden. An den Farbfernsehgeräten. Okay, nee, Spaß. Ich hab schon, weißt du, ich hab schon vor einen Tee und. Was hast du? Was hast du? Ein Tee. Ein Tee. Also nicht einen im Tee, sondern einen Tee. Ne, und dieser schwarze Tee, das pusht mich immer so auf und dann werde ich hibbelig und dann sage ich ganz schlimme Sachen. Oh Gott, Teeverbot für Toni. Ja, wie gesagt, das war das erste Let's Play bei den Stonehold Gainer vom Tony Mahoney. Hat's da Spaß gemacht, Burschi? Ja, und Tom, schön auf den Sack bekommen heute. Das ist das gehört, das motiviert ist einen, weißt du? Das ist so der Einstieg, damit man so richtig mit Enthusiasmus an die Sache rangehen kann. Sag ja, mal. Willkommen in meiner Welt. Ja, ihr könnt ja mal, wenn es euch allzu sehr langweilt, diese Team-Mitschnitte, dann könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren mal auslassen. Und wenn keiner was schreibt, dann entnehme ich, denke ich mal, dann passt das so. Ansonsten Däumchen nach oben wären Träumchen. Ist klar, muss aber nicht sein. Und mit dem Doni wird es das nächste Let's Play dann eine Mission in Arma sein. Und da freut er sich schon. Freut man sich tierisch? Ja, ja. Hat er gesagt. Ne? Er freut sich. Habe ich auch gehört. Also, dann sag mal schön brav tschüss. Ja, tschüss, ne? Schön brav, ja, tschüss. Ja, nee, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Killers, Sersen, bis zum nächsten Mal. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dann. Essen.